Hallo liebe Leute und ich begrüße euch zu einer Folge Bed Wars. Ja, diese Map und Luke, Kalle spielt mit uns, habe ich gerade gefragt, ob wir gleich aufnehmen können. Momentan ist es schlecht, auch wenn ihr jetzt in den Kommentaren fragt, ist es momentan wirklich schlecht. Und ich werde momentan noch keine Kommentare ordentlich beantworten können. Vielleicht habe ich Glück und habe Internet, habe teilweise Internet oder auch Empfang, wo ich da sein werde, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge veröffentlicht wird. Denn ich bin am Vorproduzieren und werde nicht gerade viel Zeit haben, in der nächsten Zeit auf Fragen und sowas einzugehen. So. Gut, der andere baut sich gerade zu mir rüber. Soll mir recht sein. Denn dann brauche ich mich nicht zu ihm rüber zu bauen. Aber das ist ein Fastbildschirm und das ist mir nicht ganz so recht. Aber ist mir egal. So, ich baue mich jetzt hier rüber. Und hoch. So, und hoch. Und nein, 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 nein. Ich hoch, das war zu früh. Ich hasse es doch. So. Kacke, jetzt hat er jetzt auch die Chance, schneller zu mir zu kommen. Und da ist er schon. Jetzt muss ich mich ganz schnell equippen. So, und okay, komm schon. Ich habe einen Down. Alles klar. So, und jetzt brauche ich auch dringend noch Kisten, um mein Bett zuzubauen. Und Essen. Essen habe ich eh schon. Alles klar. So, egal, dann gehe ich jetzt rüber und gönne mir sein Bett. War das das Bett von Lukikal? Hat mich Lukikal hier eigentlich gerade angegriffen? Ich weiß es gar nicht. Dunkelblau hat das Spiel verlassen, alles klar. Was ist mit Grün? Hat das nicht das Spiel vielleicht verlassen? Das wäre irgendwie cooler. Oder ist das das Bett von Dunkelblau? Nee, Grün. Wo ist denn Grün? Grün ist tot. Ach nein, Grün hängt bei mir unten in den Linearen. Ah, der, mein Freundchen, der hängt da unten fest. Da will ich ja natürlich immer mitmischen. Okay, jetzt ist er tot. Er hat sich da was gebaut, aber es ist dann doch irgendwie wieder runtergefallen. Alles klar. Schön zu wissen, schön zu wissen, schön zu wissen. So, Kisten. Wo fange ich mal an, mein Bett zuzubauen? Und zwar so, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Das ist schön. Und wenn man es dann geschafft hat, dann sollen hier dann noch Blöcke einem den Weg versperren. Hier unten setze ich auch noch gleich ein paar Kisten hin. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen mehr Eisen. Aber mein lieber grüner Freund hatte noch Eisen auf seiner Insel. So, vielen Dank. Und damit geht es wieder zurück. Und ich brauche gleich direkt Essen. Oh Gott, das war eigentlich nicht ganz so geplant. Ich wollte hier so ein bisschen so den Weg ordentlicher machen, dass man da ordentlicher hochlaufen kann. So. Und Essen. Oh, 64 Stück. Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr als geplant, aber ist ja auch egal. So. Und wir brauchen jetzt 4 Kisten. So. Ja. Kann ich hier nicht eh die Treppe abbauen? Nee. Das war bei Bergwerk Labs, wo das ging. So, jetzt haben wir hier genug. Und wir müssen jetzt hier einfach noch so drumherum was zubauen. Einfach mal improvisieren. Schön. So. Dann hole ich mir jetzt gleich aus 7 Eisen noch eine Brustplatte. Aber ich habe gerade erst 5. Muss ich noch was abwarten. Ansonsten baue ich mich in irgendeine Richtung. Am besten nach dort. Einfach mal nach dort oder nach gelb. Gelb ist mir zu hoch, der hat sich blöd gebaut. Oder in die Mitte. Ah ne, da wird schon rumgeschossen, habe ich das Gefühl. Da hinten, der hat aber keinen Bogen, dieser Tobias Alexander oder wie der heißt. Komm, dann gehe ich jetzt nach da zu schwarz. Nach der Hoffnung, dass ich nicht wieder runterspringe oder runterfalle, wenn ich mich irgendwo lang baue. So. Ah, okay. So kann ich mich in die Richtung bauen, das passt circa. So. Wo ist denn der Typ? Da hinten. Sollte ich ein Stück hochbauen? Da unten ist einer runtergefallen. Aber er hat es überlebt. Er hat eine Rettungsplattform. Das heißt, es sind, glaube ich, schon 2 Leute mit Gold. Habe ich das Gefühl. Der hinten, der Gelbe, baut sich in meine Richtung. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Gott, dann muss ich doch zu Gelb. Es gibt mein erstes Opfer dann doch. So, und ich brauche noch ein Schwert und die beste Rüstung.
1, 1, 3, zack. Und ich habe das Gefühl, da kommen gerade noch ein paar Gegner zu mir. So, dafür, dass ich nicht in der Mitte war, habe ich jetzt gutes Equip. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, das sind zwei Gegner, die jetzt mit mir battlen wollen. Das heißt, einmal hier hochbauen. Oha, nein, der hat einen Bogen. Gar nicht cool. Echt nicht cool. So. Ich hoffe, der da hinten kann jetzt schnell genug sein Bett abbauen. So. Ich baue mich jetzt hier hoch. Und... ah, scheiße, fick dich doch. Mein Freundchen. Ich hoffe, der andere Gelbe kommt jetzt und fickt ihn runter. Dings, ich krieg gerade relativ wenig mit, was hier so in meiner Nähe abgeht. Ich brauche ein kleines Dach. Da oben. Er ist jetzt auf meinem Baum selber. Von oben gibt es ja, soweit ich weiß, keinen Eingang. Das heißt, er muss runter. Pink wird abgebaut. Ich glaube, Pink ist auch über mir. Ne, über mir ist... keine Ahnung, wer über mir ist. Doch, Pink. Das ist geil. Das ist echt geil. Und ich habe mein Bett noch. Mein Freundchen. Okay. Den konnte ich jetzt gerade nicht bekommen. Der war noch zu weit weg, anstatt dass ich ihn runterkicken konnte. Oh Gott. Oh Gott, komm schon. Ich muss ihn runterkicken. Ich muss ihn runterkicken. Komm schon. Und ich habe ihn runtergekickt. Fett. Alles klar, mein Freund. Oh, oh, er hat mich einfach im Flug erwischt. Ist egal. Ich springe jetzt hier so lange runter, bis ich mit der Hand kille. Ach, komm schon. Tschüss. So. Ich hoffe, du hast bald kein Spinnenweben mehr. Und, komm schon. Nice, habe ich ihn? Ich glaube, ja, ich habe ihn. Hat er eine zweite Rettungsplattform? Nö. Egal, ich springe jetzt hinterher. Ich habe ihn gekillt. Und ich hoffe, Gelb ist jetzt noch nicht bei mir am Werk. So, denn ich hätte theoretisch mich nicht komplett killen sollen, sondern meine Rüstung einfach leben lassen sollen. Bevor ich runtergesprungen wäre, hätte ich hier so die wichtigsten Sachen zurücklassen sollen. Aber was soll's. Ich bin nun mal runtergesprungen. 1, 2, 3. Gut. So. Da hinten kommt jetzt Gelb. Und Gelb, wenn ich auch diesen Typen da bekomme, obwohl er einen Bogen hat, bekomme ich übrigens auch dich. So. Oh. Du bist doch schneller und weiter, als ich dachte, mit dem Bauen. So, aber ich stehe jetzt hier oben drauf, wo du hin willst, ne? Los, komm, kick mich runter. Du hast nichts. Ich habe ein Schwert. Mein Freund. Und nach der Hoffnung, dass ein anderer gleich rüberbaut und dich killt. Nein, es kommen noch zwei zu mir. So, der ist tot. Da kommt Gelb. Und Gelb habe ich jetzt auch. Ja. Alles klar, der hat sich da oben einfach festgehangen. Egal. Der wird da jetzt hoffentlich sterben. Ich töte mich jetzt kurz selber. Und holen wir jetzt noch einen Knockback-Stab und das hier. Fuck. Was soll das? Was schlägst du mich einfach? So. So. Na, shit, der hat's überlebt. Aber er kann nicht mehr viel Leben haben. Der andere ist auch noch nicht unterwegs zu mir. So. Ich springe jetzt mit dir runter, mein Freundchen. Oha, jetzt überlebt. Ah, nee, komm schon. Aber der kann sich dadurch nur abfedern, glaube ich. Ah, nee, der kann sich ja da unten wieder was Sachen hinbauen. So, also geht's runter. Oder? Bist du jetzt doch schon tot? Ich sehe dich nicht. Du hast aber auf jeden Fall keine Blöcke gebaut. Ich glaube, du bist tot. Ja, egal. Unter mir bist du nicht mehr. Gut. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall erstmal neues Equip. Ansonsten bin ich so gut wie tot. Wenn der andere jetzt wieder angepusht kommt. So. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal zu Schwarz rüber. Moment, ich brauche dafür noch Blöcke. Und hoffe dort, dass ich da noch ein bisschen was Ausrüstung bekomme. Also nach da, wo sich Schwarz zu mir gebaut hat, meine ich natürlich. So. Und hoffe, hier liegt wirklich noch genug Eisen. Aber da hinten kommt schon der Schwarz. Ich sehe ihn gerade.
Nicht cool. So, aber hier habe ich genug Eisen. Beste Rüstung kurz gönnen. Und dann würde ich sagen, geht's direkt zurück. Weil ich nehme hier noch Bronze mit. Kann nie schaden. Und dann geht's auf zu mir wieder. Ich habe echt irgendwie das Gefühl, alle fokussen mich. Ja, wobei, ich weiß ja nicht, was auf der anderen Seite der Map abgeht. So. Hier geht auch nochmal Eisen. Sehr schön. Das ist nämlich mir das beste Schwert, was ich mir leisten kann. So. 1, 2, 3. Ich kann mir auf jeden Fall noch ein paar mehr Blöcke gönnen. Ein Stack zu essen und das war's. So, schön. Und da hinten kommt der nächste, kommt der gelbe wieder an. Ich glaube, das ist jetzt der gelbe. Da sollte ich mich jetzt am besten nicht runterkicken. Finde ich jetzt ziemlich scheiße. So. Wo ist er? Er steht da oben und ich habe keinen Bogen. Sag bloß der andere, wo ist der? Kein Bock, dass er jetzt wieder unter mir steht. Oder schon unter mir war. Ich glaube tatsächlich nicht. Ist das da hinten schwarz? Das sieht nach schwarz aus. Was tust du da, mein Freund? So. Auf geht's. Interessant, du hast dich da reingesetzt, nach der Hoffnung, dass ich dich da nicht killen würde. Ja. Und deine Hoffnung hat sogar auch noch gefunktioniert. Gefunktioniert hat sie. Ah, ich habe das falsch natürlich gekauft. Ich wollte mir eigentlich das andere Schwert kaufen, egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kam jetzt ein bisschen überraschend. Kann ich irgendwie mal das Bett von Team Gelb abbauen oder so? Töte mich jetzt und dann hole ich mir ein neues Schwert. Ah, Moment. Du lebst wieder. Moment, Moment. Okay, ich kill dich eben mit der Hand. Kann ich auch machen. Ist okay, ist okay. Ich kill dich mit der Hand. So. Oh Mann, Alter, du kannst echt nicht mehr viel Leben haben, solange wie ich auf dich drauf haue. Aber du versuchst mich jetzt runter zu killen, aber das will ich jetzt nicht. So, komm schon. Oha, jetzt hast du es geschafft. Egal, ich fange mich nicht auf. Ich möchte sterben. Damit ich hier wieder oben bin. Und da ist jetzt wahrscheinlich einiges an Spinnenweben. Oh Gott, das killt mich ganz nett. Bitte baue mich nicht ein. Bitte baue mich nicht ein. So. Oh, ich hab'n. Nein. Wie fett. So, da hinten ist schon der nächste. Ich hoffe, der ist gerade unterwegs wirklich zu gelb. So. Denn da mache ich mich auf den Weg zu schwarz. So. Und dann gönne ich mir jetzt noch 1, 2 Knockback-Stab und Blöcke. Und dann geht's auf zu schwarzen. Sobald ich bei schwarz war, gucke ich dann, dass ich mir, wie nennt es sich, einen Base-Teleporter hole. Damit ich möglichst schnell wieder meine Base verteidigen kann. So, runter. Blub, Fallschaden einmal abholen. Eisen mitnehmen. Und hoch. Ah, ich hätte mir jetzt eigentlich eine geile Rüstung machen können, bevor ich rübergehe. Aber das sollte eh nicht da sein. So. Hier sollte jetzt so gut wie bei schwarz sein. Und sobald ich jetzt hier bin, gönne ich mir ganz kurz doch die beste Rüstung. Man weiß ja nicht, wann er wiederkommt. So. Und hier rein. Jetzt bin ich einmal drin. Das ist ein schlecht zugebautes Bett, muss ich sagen. So. Und so einmal. Okay, Gelb wurde von Schwarz getötet. Das heißt, die sind beieinander. Schwarz ist jetzt auch tot. So. Komm schon. So, und ich bin draußen. So, auf geht's wieder zu mir mit einem Base-Teleporter. Das war ja eh der Plan. Oder ich gehe mir Gold gönnen vorher noch. So, ich gehe mir Gold gönnen. Das ist im Moment das Beste. Aber ich nehme mir noch Essen mit. Ansonsten verhungere ich eh gleich. Dafür brauche ich Bronze. Ah, egal, ich hätte mir das andere Essen holen können, aber ich habe eh genug. So, Gelb wird andauernd von Schwarz gekillt und ich hoffe bald, dass das Bett Gelb abgebaut wird. Das wäre auf jeden Fall geil. So, egal, ich gehe jetzt zu Lila, hol mir bei Lila den Base-Teleporter und gehe dann zur Mitte. So, einen Base-Teleporter und gehe dann zur Mitte. So. Und Gelb ist gestorben, das heißt,
Was hat er gemacht? Der hing wahrscheinlich unten irgendwo fest oder so. Und das zählt jetzt nicht mehr als Kill. So, Team Gelb lebt aber noch. Und ich denke, wir kriegen sich gerade immer noch. So. Aber ich habe jetzt Fettgold. So. Wie viel habe ich? 21. Ey, das reicht ja. Reicht locker. Und ab geht's damit zu mir. Und ich bin home. Schön. Gut, dann kann ich mir von hier aus das beste Schwert, die restliche Rüstung, den besten Bogen, das und einmal einen Stärketrank. So. Machen wir das so und wir brauchen jetzt am besten eine Kiste. Das heißt, wir sollten in die Kiste hier was reintun. Darauf können wir nicht zugreifen. Die Kiste wäre natürlich scheiße, weil er die abbauen möchte. Ich meine, ich habe genug Eisen. Also machen wir es einmal so. Und setzen nach hier jetzt einfach mal das rein. Und rüsten uns hier, würde ich sagen, nochmal mit mehr Eisen aus. Beziehungsweise nicht mit mehr Eisen, sondern wir machen mehr Rüstung einfach. So, und legen die Sachen einfach mal hier rein. Ich meine, wir haben so viel Eisen. So, und unter anderem sollte ich jetzt auch mir mal noch einen Regenerationstrank gönnen, oder zwei. Das heißt Stärke, Regeneration sind nach hier dann die Blöcke. Und wir haben noch ein Schwert mehr, das können wir auch noch da reintun. Wir brauchen jetzt noch einiges an Blöcken. So, wo haben wir die beiden denn? Wie kriegen die sich immer noch? Oder haben sie sich jetzt zusammen gegen mich verschworen oder sowas? Auf geht's, auf jeden Fall jetzt erstmal zu Gelb. Schwarz ist ja keine Gefahr mehr. Vor allem, weil er war ja eigentlich bei Gelb. Oder hat er aufgegeben gegen Gelb, weil er Angst hatte, dass Gelb ihn umbringt. Keine Ahnung. Nee, die kämpfen immer noch gegeneinander. Gelb wurde von Schwarz getötet. Und wieder und wieder und wieder. Versucht etwa Schwarz das Bett von Gelb abzubauen, schafft es aber nicht. Und Gelb irgendwie fliegt die ganze Zeit runter oder wurde irgendwie eingebaut und hat sich jetzt selber wieder freigebaut. Das könnte ich mir vorstellen. Naja. Auf geht's wieder rüber. Und ich habe zu viel Eisen. Naja, was soll's. Man kann eigentlich gar nicht zu viel Eisen haben. Man kann sich nur zurücklegen für spätere Situationen. So. Das war jetzt ein bisschen gefailt, aber egal. So. Ey, wie weit hinten ist Gelb? Da hinten ist es erst. Alles klar. Gelb hat sich einmal komplett oben drüber gebaut. So. Alles klar. Dann geht's rüber. Und dann bin ich mal gespannt, was die machen werden. Da unten hüpft Gelb noch lang. Ich weiß nicht, was Schwarz macht. Ob Schwarz irgendwie innen drin schon ist. Oh Gott, wehe, du kriegst mich runter, ne? Hoffe ich jetzt mal nicht für dich. Wo ist denn dann Schwarz? Oder haben die ganze Zeit nur Spaß gemacht? Wenn jetzt Schwarz hier oben steht und mich killt, ne? So, ich habe das beste Schwert, mein Freund. Das kannst du erstmal vergessen. So und so und so. Und jetzt. Was tust du? Du springst einfach runter. Aber wo ist jetzt Schwarz? Hält sich jetzt unten irgendwo fest, oder? Ich glaube, ich kann dich durch die Lianen nicht treffen, ne? Doch, ich habe dich getroffen. Du fällst, hast dich wieder festgehalten. Ich glaube es doch nicht. Das ist nervig, das weißt du, mein Freund. So. Was ich brauche, ist erstmal ein Base-Teleporter. Nach der Angst, dass er wieder hochkommt. So, und dann hüpfe ich jetzt hier mal lang. Und guck mal, ob ich dich von hier aus sehen kann. Da hinten bist du. So. Zack, ich hab dich. Jetzt kannst du nicht mehr aufhalten, diesen Sturz. Oder? Hast du es doch geschafft? Ah, okay, du bist tot. Und dann geht's jetzt wieder back in meine Base. Mein Bett wurde zerstört. Oh, oh, wir haben jetzt beide Tränke und alles intus. So, mein Freund. Oh, wie süß. Fick dich.
glaube, ich habe es gerade abgebrochen. Ah, er ist back. Ich glaube es nicht. Er hat sich verpisst. Fuck, ich habe es nicht mehr geschafft. Mist, Mist, Mist. Das ist gar nicht cool. So. Shit, shit, shit. Das ist überhaupt nicht cool. Wir müssen jetzt möglichst schnell zu Schwarz kommen. Ich habe genug Blöcke. Und solange ich meinen Stärketrank noch habe, ist alles gut. Aber er wird auch einen Bogen haben. Mann, wie lange hält es alles noch? Stärke hält noch. Regeneration ist schon weg. Dann hole ich mir jetzt erstmal gleich einen neuen Regenerationstrank. Und er läuft erstmal zur Mitte. Könnte ich mit einem guten Sniperschuss runterhauen. So. Regeneration. So. Läuft er schon zur Mitte? Ich sehe ihn nicht. So, und hoch. So, ich bin oben. Und da hinten läuft er. Er möchte echt zur Mitte. Hat wahrscheinlich seinen Base-Teleporter. Ja, mein Freund. Vergiss es mit der Mitte. So. Ah, es war ein bisschen zu weit. Kaum. Ah, shit. Nee, nee, keine Chance. Was ist dein Plan? Wo lange möchtest du dich bauen? Ich habe noch eine Minute Stärke, also lass uns kämpfen, mein Freund. Lass uns einfach kämpfen. Eins versus eins. Ich hätte eben gewonnen. So, du bist da runtergesprungen. Ist das dein scheiß Ernst? Das heißt, du willst wieder nach dort. Ach, das ist meine Base? Nee, du bist hier. Meine Chance, meine Chance, meine Chance. Und Überraschung. Nice. Fett. Zwei Schläge mit Stärke. GG. Oh, das war Luki. Nein, das war nicht Luki Kalle. Ich dachte gerade, ich hätte zuletzt auch gegen Luki Kalle gespielt. Ah, aber das war geil. Ich glaube, der hat nicht gecheckt, dass ich eigentlich direkt bei ihm war. Auf jeden Fall eine coole Runde. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Ansonsten haut rein und checkt auf jeden Fall mal bei Instagram raus. Checkt auf jeden Fall mal Instagram bei uns aus. Link ist in der Beschreibung. Einfach mal kurz suchen. Da findet ihr nämlich aktuelle Bilder von unserem Urlaub. Haut rein. Ciao.